von Udo Gümpel. Rom in den Wirren des arabischen Frühlings macht sich Anfang 2011 ein junger Tunesier auf den Weg nach Europa. Anis Amri fällt auf durch Schüchternheit und Höflichkeit, landet jedoch bald im Gefängnis. Dort macht er eine Wandlung durch. Als Anis Amri Ende Februar 2011 auf Lampedusa ankommt, herrscht stürmisch kaltes Winterwetter. Trotzdem kommen jeden Tag kleine Kutter und Ruderboote auf der Insel an, viele mit nicht einmal einem Dutzend Jugendlichen besetzt. Die meisten kommen ganz allein. Jenseits des Mittelmeers hat trotz der Kälte der arabische Frühling begonnen, in Tunesien rebellieren Zehntausende Jugendliche, fordern vom Regime Ben Ali Jobs und eine Zukunft. Einer von ihnen heißt Anis Amri. Knapp 6 Jahre später wird er den ersten islamistischen Terroranschlag in Deutschland verüben, bei dem es Todesopfer gibt. Am 19. Dezember 2016 steuert Amri am Berliner Breitscheidplatz einen LKW in den Weihnachtsmarkt und ermordet so 12 Menschen. Was hat den jungen Mann, der damals gerade 18 Jahre alt ist, dazu gebracht? 67.000 junge Tunesier kommen in jenem Frühjahr nach Lampedusa. Die nachträgliche Auswertung von hunderten Stunden Drehmaterial von NTV und RTL hat Erfolg. Am 3. April 2011 erfasst eine Kamera Amri im bewegten Bild. Er nimmt an einer Protestaktion teil. Er und die anderen Jugendlichen wollen nur eines: Weg von der Insel, ein neues Leben in Europa anfangen. Anis Amri hätte eigentlich gar kein Recht, in dem katholischen Jugendheim zu sein, in dem er nicht bleiben will. Er ist bereits 18 Jahre alt, gibt sich aber als 16 aus. Ansonsten aber hat er alles korrekt angegeben, sich also nicht mit falscher Identität eingeschlichen, sagt Staatsanwalt Roberto Piscitello. Amri hofft, als Jugendlicher nicht gleich abgeschoben zu werden. Bei der Protestaktion zünden Amri und andere Jugendliche die Matratzen im Heim an. Sie bewerfen Polizisten mit Steinen. Die Filmaufnahmen von April 2011 zeigen Amri am Boden sitzend. 2 Tage später wird er offiziell registriert, zusammen mit Jacobi Montassar, den er auf dem Boot kennengelernt hat. Amri, sein Freund Montassar und weitere 4 wirklich noch minderjährige Tunesier werden Ende April 2011 nach Bilbaso verlegt, einen kleinen Ort am Fuße des Ätna in der Nähe von Catania. Sie kommen in einem katholischen Jugendheim unter, in dem sonst meist nur sehr viel jüngere Opfer von Mafiafäden untergebracht sind. Der Heimdirektor von damals, Antonio Vasto, erinnert sich gut an den hübschen, aber sehr schüchternen Anis Amri. Er sprach kaum, aber lächelte viel. Auf den Fotos aus dieser Zeit sieht man einen Anis Amri, in dem man keine Züge des Attentäters vom Breitscheidplatz erkennen kann, und einen streng gläubigen Muslim schon gar nicht. Er trinkt Alkohol, raucht, freundet sich mit Jugendlichen aus dem Dorf an, ist an Mädchen interessiert. Aber schnell kommt es zu Konflikten in Bilbaso, er mochte sich der Disziplin im Heim nicht unterordnen, erzählt Antonio Vasto. Die jungen Tunesier wollten Zigaretten und Alkohol, und sie wollten weg. Wir haben versucht, ihnen eine Arbeit zu organisieren hier im Dorf, aber das ging ja nicht. Sie hatten ja keine Aufenthaltsgenehmigung. Die Jugendlichen wollen nur weg, nach Frankreich oder Belgien, wo sie die Sprache sprechen, runter von der Insel.